Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge von Remastered. Heute wieder mit Fabian, wieder PC-Kost, aber diesmal ein bisschen Retro. Ganz leicht. Also das Spiel ist mindestens 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht noch älter. Es nennt sich Uck. Es ist ein wunderbares Spiel, was sich in der Steinzeit abspielt. Ja, man ist ein Steinzeitmensch und geht einer wunderbaren Tätigkeit nach. Und zwar ist man Pilot eines selbstgebauten Holzhelikopters. Hier ist der gute Mann. Ich denke, er selber heißt auch Uck. Oder es ist ein Künstlername, wir wissen es nicht genau. Vielleicht heißt er auch in Wirklichkeit Holm. Schauen wir mal. Also, Spiel geht los. Nach diesem wunderbaren Intro noch haben wir alle Zeit der Welt. Halten Siesta unter dem Baum, ist es wunderschön. Wir träumen. Nichts kann uns aus der Ruhe bringen. Doch da, plötzlich. Was passiert? Natürlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm und direkt auf unseren Kopf. Aber wir haben eine wunderbare Idee. Ein Holzhubschrauber muss her. Wie konnte es anders sein? Wahrscheinlich haben wir davon geträumt. Da ist das gute Stück auch schon selbst produziert. Frei nach SOS Do It Yourself. Und da kommt auch unsere Angetraute. Oder die, die wir wahrscheinlich beeindrucken möchten. Ich nenne sie jetzt mal Jane, ganz passend. Sie möchte natürlich Geld, Diamanten, Gold. Alles, was eine Steinzeitfrau so braucht, aber Uck hat leere Taschen. Uck hat keine Kohle, aber was macht er da? Er hat seinen tollen Hubschrauber. Er hat zwei kräftige Beine. Er wird natürlich Hubschrauber-Taxi-Pilot in der Steinzeit und stürzt sich in wilde Abenteuer. Los geht's. So, es geht darum, hier die Leute zu befördern von den verschiedenen Plattformen. Natürlich dahin, wo sie wollen. Der möchte zu Station 3, der Herr. Ganz einfache Pfeiltastensteuerung. Und mit der Steuerungstaste kann man noch diesen Stein abwerfen, der unten links, wenn man den eingesammelt hat, und auf den Baum schmeißen, um sich leckeres Obst für Zusatzpunkte einzuheimsen. So, der ist auf Station 1, der gute Mann. Zack. Je schneller wir sind, desto besser gibt es natürlich Punkte. Also, desto besser gibt es Punkte, ist natürlich das beste Deutsch. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Punkte. Wenn wir die Leute anstoßen, dann fallen die ins Wasser, dann müssen die natürlich gerettet werden. Was bei diesen Herren hier noch relativ einfach erscheint, aber es werden nachher noch andere Mitreisende kommen. Zum Beispiel auch die Senioren und die Damen, und die sind leider nicht ganz so schwimmfähig. Also, da wird es dann schon schwieriger, die gehen relativ direkt unter. Die anderen kann man halt noch retten und wieder aufnehmen. So, das dürfte es auch fast schon gewesen sein. Ich denke, den Herrn hier müssen wir auch noch eben transportieren. Auf Station 1 möchte der gute Mann. Auf Station 1... ist kein Problem. Uck hat ja kräftige Waden, tritt rein und schon ist der Mann an seinem Ziel. Ökologisch natürlich absolut zu begrüßen hier. Da lacht doch das Münsteraner Herz. So, hier unten seht ihr natürlich diese schönen Passwörter, die man sich natürlich aufschreiben oder merken muss. Speichern gab es damals noch nicht. So, und hier ist dann auch Jane schon wieder, die natürlich auch mitfahren möchte, jetzt wo Uck so einen tollen Hubschrauber hat. Das wäre natürlich so wie heute mit den wahnsinnigen Sportautos. Und ihr seht auch schon den fliegenden Dino hier, der uns einen Strich durch die Rechnung machen will, indem er hier quer durchs Bild fliegt. Den müssen wir natürlich ausweichen. Wenn wir den berühren mit unserem tollen Hubschrauber, dann gibt es natürlich Turbulenzen. Und ja, wir verlieren die Kontrolle und auch somit ein Leben. Aber so, wir sind außer Reichweite, das ist natürlich dann kein Problem. Zack, da will die gute Dame auch schon wieder zurück. Die Boutique ist geschlossen. Zack. Und unten auch Seniore. Grandpa möchte auch mitfahren. Beziehungsweise fliegen. Da ist er auch schon. Guten Tag. Kommen Sie mit. Zack. Und Station 2. Das ist natürlich ein leichtes. Ah, ich kriege jetzt keine extra Punkte für die Schnelligkeit. Aber es ist auch halt auch gefährlich. Wenn man irgendwo anstößt zu hart, dann ist man natürlich auch ganz schnell aus dem Rennen. So, hier der Mann will Station 4. Hier wieder eine neue Modifikation. Unten das Wasser. Das steigt, das Wasser steigt, die Höhle läuft voll und die Herren und Damen wollen natürlich alsbald gerettet werden. Deswegen sollte ich vielleicht auch zuerst hier diese Dame mitnehmen, weil die eben weiter unten steht und ja. Man will natürlich keine nassen Füße bekommen. Ich finde auch übrigens den Soundtrack wunderbar. Also, das ist einfach diese Symphonien, das ist doch ein Traum für ein jedes Zockerohr.
Exakt. Und auch der möchte natürlich nach oben. Also hier wollen einfach alle nach oben, weil das Wasser eben steigt. Und ja, bevor es dem bis zum Hals steht, muss Oak natürlich mit dem Hubschrauber vorbeikommen. So, jetzt sind wir schon in Level 4. Introducing Dino oder Dino. Jetzt kommt nämlich ein neuer Dinosaurier mit auf die... Ja, da kommt er schon. Mit auf die Tagesordnung. Und zwar schlummert er da schön dahin. Aber mit seinen kräftigen Dino-Nasen pustet er natürlich auch jede Menge Luft aus und ja, drückt uns gegen die Wand, wenn wir da lang fliegen. Frag mich, warum der Opa hier nicht einsteigt. Ist das ein Bug? Ach komm. Warum steigt er jetzt nicht ein? Das macht keinen Sinn. Dann schmeiße ich ihn raus. So leid es mir tut. Und er ertrinkt wahrscheinlich jetzt sofort. Oder? Ja. Vielleicht schaffe ich das Level jetzt nicht. Ich glaube, das war ein Bug. Also ich weiß nicht, warum der Opa jetzt nicht ausgestiegen ist. Er eingestiegen. Der steigt auch nicht ein. Was ist denn das jetzt? Muss ich den leider auch ins Wasser schmeißen. Gucken, ob er jetzt hier im Wasser an Bord gehen möchte. Nein, auch nicht. Aber das ist ja jetzt witzig. Also das hatte ich auch noch nie. Scheinbar ist das Spiel gerade so ein bisschen hängen geblieben oder so. Jetzt fahre ich mal hier gegen die Wand, um neu zu starten. Also, ich weiß auch nicht, was mit dem gerade los war. Der wollte einfach nicht. Komischerweise, ich weiß auch nicht. Womöglich die Bahncard vergessen. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Das habe ich natürlich ein Leben hinterher geschenkt, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Man hat ja die Passwörter. Kann da ja jederzeit auch wieder auf das Level zurück, wenn man sich gemerkt hat, was da stand. Habe ich, hoffentlich. Mein schon. So, jetzt wollen sie auch alle wieder mitfahren. Ich weiß nicht, was eben los war. Also, die hatten wohl alle einen schlechten Tag irgendwie. So. Der Herr will zu 3. Das wird natürlich jetzt ganz witzig. Man kann A hier ganz lustig unter Wasser, am Wasser hersliden. Und so Zeit sparen. Andererseits ist der Dino natürlich recht knifflig, aufgrund hier des Windes, den er verursacht. Zack. Und, ey, das war knapp. Also manchmal verliert man dann doch die Beherrschung hier. Ah, das ist auf jeden Fall Beinmuskeltraining vom Feinsten hier. Also in der Steinzeit müsste man gelebt haben. Das war noch ein wahres Freudenfest hier. Jetzt habe ich natürlich diesen tollen Stein eingesammelt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber dann hole ich mir immer hier so ein Obst, eben so ein Apfel. Ich glaube, es gibt extra Punkte. Und ich sehe gerade unten, ich glaube, dieser Balken ist die Zeit tatsächlich. Da ist nämlich gerade was zurückgegangen. Oder das Obst senkt den Balken und ich weiß nicht, was der Balken genau ist. Vielleicht ist das auch mein Schaden. Kann natürlich auch sein. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, obwohl ich es schon gespielt habe. Aber es ist halt echt 20 Jahre her. So, der hinterher habe ich jetzt gerettet. Es gibt auch Profispieler natürlich, die dann bewusst die Leute ins Wasser schicken, um halt eben da einen schnelleren Transport irgendwie zu erzielen. Zack, anstoßen, unten einsammeln und abliefern. Ich weiß nicht, ob das wirklich erfolgreich ist, aber habe ich schon mal gesehen. So, der will auch zu 3, ist natürlich doof, der Dino nervt schon ein bisschen, aber krieg ich auch hin. Also mit den strammen Baden, da kommt auch gegen die Dino-Nase an. Zack, und da ist er auch schon fällig und ja. Weiter geht's. Da oben der Senior möchte natürlich auch noch eine schöne Runde fliegen. Die nächste Runde geht rückwärts. Zack, komm her. Ah, der Balken wird immer weniger, ich weiß nicht. Es könnte natürlich sein, dass wirklich die Zeit einfach abläuft. Dann sollte ich mich beeilen und vielleicht schaffe ich es sogar nicht, weil ich halt echt ein, zwei Leute ins Wasser geschmissen habe. Oder die Zeit ist abgelaufen und ich kriege dann so viele Punkte, wie ich Leute transportiert habe. Ich weiß es nicht. Okay, es wird die Zeit sein, auf jeden Fall. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Shit. Ja, okay, da muss ich echt schneller sein. Das ist natürlich ärgerlich. Ich weiß zumindest schon mal, dass hier der Typ herkommt. Sollte mich direkt hier hinstellen. Näher wäre natürlich besser, dann sammle ich den Stein dann. Ich glaube nicht, dass ich ihn dann doch transportieren kann. So, der möchte auf jeden Fall erstmal zu 1. Okay. Schnell gemacht. Zack. Das gab sogar den Bonus. Wunderbar. Ah, der kommt jetzt nicht mit wegen dem Stein, den ich habe. So, jetzt steig schnell ein, Junge. Ich habe keine Zeit. Wie im echten Taxileben. Also, je schneller man fährt, desto mehr Fahrten kannst du machen. Und dann kriegst du auch natürlich mehr Kohle, ne? Also muss man hier scheinbar echt ziemlich schnell sein. Ich dachte, ich wäre da schon ganz schnell gewesen. Zack, weg mit dir und wieder direkt die nächste Runde hier. Ich glaube, das geht schon deutlich schneller jetzt, wenn man es denn weiß. Komm, Oppi, schnell, schnell, schwing die Krücke. Ja, wunderbar. Das ist schön. Bisschen weit ausgeholt leider, aber na gut. Jetzt hier unten, zack, zack, zack. Das ging ja schon recht schnell. Das hat natürlich sehr tolle Sekunden gekostet hier. Hüpf rein. Zack, ja wunderbar. Der will auf die Ei. Nein, da bin ich zu fest gegengestoßen. Ist das ärgerlich.
Ah, jetzt muss ich natürlich neu anfangen. Nein, ich muss das Passwort eingeben. Das habe ich mir selbstverständlich gemerkt. Burning Offerings, nein, Burnt Offerings. Burn Offerings 1, irgendwas in die Richtung. Ja, versuche ich mal, ob ich das reinkriege. Ich glaube einfach Burn Offerings. Schauen wir mal. Das müsste doch klappen. Intro kennen wir. Nee, das hat nicht geklappt. Mist. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz raus und versuche dann doch mal Burnt Offerings. So, Bad Luck. Zack. Zack. So. Eben durchgeklickt. Ich weiß noch früher, bei den ganz alten Spielen, hat mich und mein Bruder immer so einen riesigen Ordner mit den ganzen kopierten Passwörtern und allen möglichen, ja, Systemen, wie man da in verschiedene Level kommt. Es gab für Monkey Island zum Beispiel so eine tolle Scheibe, wo man am Anfang echt, das war eine Art Kopierschutz, weil wir hatten das geliehen, sag ich es mal, und ja, man musste dann echt so eine komische Scheibe drehen und so, musste da anhand dann irgendwie beweisen, dass man in dem, ja, man musste ja früher mal in dem Handbuch dann nachgucken, auf Seite 3, Zeile 12, und dann musste man was eingeben und so, ganz verrückt. Bei Monkey Island war das mit so gewissen Symbolen und ja, wir hatten einen riesen Ordner, wo alles drin stand, um die ganzen Spiele halt eben zu zocken. Das war echt witzig. Wo man damals, als man noch mit 16 Disketten Time the Sorcerer installiert hat, die habe ich immer noch zu Hause irgendwo rumfliegen. Das war wirklich ein Spaß. Ja. Die Installation dann so ein bisschen gedauert und ja, man konnte dann so gefühlt jede Minute dann die Diskette wechseln. Ja. Passt da ja auch nicht viel drauf. Aber ja, Spaß gemacht hat es trotzdem. Das ist noch so ein richtiges Abenteuer, weil die Installation schon so wie heute das Spiel. Zack, steig ein, Senior. Stufe 2 möchte der Mann hin. Jawohl, den Wunsch wollen wir ihm doch erfüllen. Und oh, wieder der Bonus. Ja, wunderbar. Dann liege ich vielleicht auch gut in der Zeit und pack's diesmal. Dann möchte zu 1. Okay. Die weiten Wege kosten natürlich immer recht viel Zeit, vor allem weil man hier aufpassen muss, wegen der Ecke. Nicht, dass ich wieder den Hubschrauber zu Bruch kriege. Zack, jawohl. Aber ich glaube, wir sind schon schneller jetzt unterwegs mit dem Hubschrauber. Ja, komm, ich fahre jetzt nah ran. Du willst zu 3, das kostet natürlich nochmal Zeit. Ich glaube, ich den weg habe und dann noch hinten einen abliefer oder so, dann müsste es das eigentlich gewesen sein, hoffe ich. Ah, da oben ist schon wer. Nein, der Dino, also dieser Dino-Orkan hier in der Ecke, ne? Das ist doch echt ein Graus. Okay, den Herrn muss ich wahrscheinlich noch hoffentlich nur zu 2 bringen, das könnte ich noch schaffen, alles andere wird schwierig. Steig ein, ja, zu 2, lauf schneller. Und da hinten ist noch jemand, boah, wenn ich den auch noch mitbringen muss, dann ist es echt schon schwer, ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe. Oder vielleicht echt, indem man sich zwischendurch Obst holt. Shit. Also, das ist ja echt peinlich hier, Level 4 und ich bin wirklich schon in Schwitzen geraten. Wie sollte man auch echt diesen Stein hier... Ah nein, das kann ich direkt vergessen. Das kann ich knicken. Der eine säuft ab, da fahre ich doch den Hubschrauber direkt zu Bruch. Okay, ihr seht, das ging auch schon mal besser, obwohl ich eigentlich schon das Gefühl habe, ich gesteigert. Vielleicht kriege ich jetzt echt diesen Stein hier direkt weg. Weil der ist echt einfach die ganze Zeit im Weg und man kann da nicht nah genug landen, was keinen Spaß macht. Komm, den Apfel nehme ich jetzt auch noch schnell mit. Kostet zwar alles Zeit, aber... kann halt aber nicht nah genug ran. Und der Opa, ich möge es mir überdenken, ist halt echt nicht mehr der schnellste auf dem Moment. Rollatoren gab es damals halt auch nicht. Da ist einfach nur Uck und den Steinzeithubschrauber. Und wo man die abliefert, ist auch egal übrigens. Bis zu ihrer Höhle, da können die dann halt ruhig noch ein bisschen laufen. Aber man muss halt einfach schnell da sein, das ist halt die Devise. Und von daher lande ich dann einfach an der nächsten Kante, die da ist. Das kriegt er dann auch zu Fuß geregelt, der gute Mann. Zack. Hoffentlich reicht das aber. Man hat wirklich die Zeit so ein bisschen im Nacken. Damit hat auch die Angst. Das war knapp. Ich weiß auch gar nicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die immer an die gleichen Stellen die gleichen Leute kommen oder ob das so ein bisschen Zufall ist und ich vielleicht jetzt auch mal ein bisschen Glück habe mit den Leuten, wie das Verhältnis Senioren zu normalen Leuten auch ist und so. Aber auf jeden Fall, die Damen sind hier gar nicht in dieser Höhle, also ich weiß nicht. Das hier ist ein bisschen Party in der Höhle. Zack, da ist noch ein Senior.
Scheiße. Es könnte aber sein, dass ich jetzt schneller bin. Ich glaube, weil ich jetzt hier einfach nicht direkt immer nur in der Ecke landen muss, sondern halt ein bisschen weiterkomme. Das hat mir schon ein bisschen Zeit gebracht, glaube ich. Jetzt müsste da oben gleich, wenn es genauso ist wie eben, noch einer kommen. Und hier der Senior halt eben wieder. Schauen wir mal. Oder habe ich es jetzt echt... Ja, da ist er auch schon, da oben. Scheint, glaube ich, echt das gleiche Muster immer zu sein. Ja, da hinten ist der Senior. Okay, der will zu zwei, dann den anderen noch abholen und dann habe ich es hoffentlich geschafft. Also, wenn ich dann noch irgendwen abliefern muss, dann ist es echt ein Ding der Unmöglichkeit. Also, ich weiß nicht, wie man das früher geschafft hat. Oder man ist heutzutage einfach verwöhnt mit den Spielen, aber das glaube ich nicht. Steig ein, Junge. Zu eins. Wir haben keine Zeit. Oh, da quatscht er mir noch einen voll von seinem Märchen. Also, da habe ich keine Zeit. Und schon wieder gescheitert, oder was? Damn, also. Ich denke mal, einmal versuche ich es jetzt hier noch. Ansonsten wird es natürlich ein spannender Cliffhanger, ob ich es schaffen werde, über Level 4 hinauszukommen. Also, ich weiß noch, früher, da war das eine ganz andere Sache. Immerhin habe ich jetzt das Passwort mir so langsam bemerkt. Übung lernt dann auch Wiederholung vor allen Dingen. Das kann ja nicht sein eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie schnell man sein muss. Und ob ich echt einfach zu zaghaft die ganze Zeit fliege, aber ich glaube es ja nicht. Jetzt hier schnell weg mit dem Stein. Jetzt steig ein, Junge. Keine Zeit für sowas. Shit. Die Zeit ist ja jetzt schon richtig verloren. Oh, und jetzt bin ich zu schnell gewesen und zu stark aufgestoßen. Also, shit. Ergebnis hier verbessern kann. Vielleicht sollte ich gleich echt mal zwischendurch einen Apfel besorgen. Kann sein, dass die Zeit dadurch echt aufgestockt wird. Ey, wenn man den am Anfang holt, dann sieht man das kaum. Ja, der wird zur Station 1. Vielleicht hole ich dann direkt noch einen Apfel. Beziehungsweise eine Banane. Ja, ich glaube, tatsächlich bringt ihr einem Zeit. Das ist geil. Dann kann ich jetzt zwischendurch einfach mal so einen Apfel holen oder halt ein Obst. Ich meine, macht natürlich auch Sinn, ne? Auch ein Hubschrauberpilot muss mal Päuschen machen und sich dann auch so ein paar Vitamine naschen. Das ist natürlich, ja, ist natürlich auch nachvollziehbar. So, den fahre ich jetzt. Dann den da hinten und dann, glaube ich, esse ich wieder was. Ist ja hier echt Logistik vom Feinsten, also... Warum steigt er nicht? Ach, ich bin auch dämlich. Habe ich natürlich einen vergessen. Also, übereifrig. Irgendwie die Gewohnheit, dass er zu drei will. Da hole ich jetzt aber zur Sicherheit noch ein bisschen Obst. Zack, gib mir die Biene. Jawohl, die bringt einem echt Zeit. Okay, dann weiß ich auch, wie man es zu schaffen hat. Beruhigend. So, einsteigen. Ist jetzt auch das Ganze schaffbar. Ich dachte schon, ey, man müsste sich einfach nur wahnsinnig stressen. Ah, das kann ja auch nicht in der Natur sein. Also. Oh, mittlerweile schon eine Kirsche. Lecker, lecker. Das ist ein Obstsalat hier noch. Zack, ja, du willst zu drei, come on, steig ein. Aber jetzt ist ja echt easy going, also mit der Zeit. Ich glaube, man kriegt zwar nicht alles immer wieder, aber man hat auf jeden Fall... wesentlich entspannteren Arbeitstag, wenn man zwischendurch eine Pause machen kann und dann auch mal das eine oder andere Obst nascht. Das waren Arbeitsverträge damals in der Steinzeit oder halt als Selbstständiger, wie Uck eben einer ist. So, eigentlich hat er ein ganz schönes Leben. Wenn die anderen hier noch auf Mammutjagd sind, kann er sich in die Lüfte schwingen, ja, und Leute transportieren, nebenbei die Beine trainieren, also das war doch nicht zu feste. Gibt's doch nicht.